Seit vielen Jahren war Herr Y. glücklicher Besitzer eines Ladens, in dem er mit Rahmen handelte. Doch als er eines Morgens am Tresen stand, kam ein Mann herein und sagte, er müsse dringend eine Geschichte erzählen, und das tat er dann auch. Schon seit vielen Jahren lebte Herr S. glücklich und zufrieden in seiner Wohnung in der Schildstraße. Doch als er eines Morgens aus dem Fenster blickte, beschlich ihn ein ungutes Gefühl. Irgendetwas schien nicht richtig zu sein. Doch als er versuchte, die Situation durch einen Anruf bei der Polizei zu klären, wurde er belehrt, das sei schon richtig so, die Schildstraße sei seit dem 20.10. eine Sackgasse. Und wenn ihm das nicht gefalle, solle er sich halt verpissen, aber ganz schnell, er querulant, er mieser Störenfried. Also kaufte er es einen Sack, schnitt zwei Löcher hinein und trug diesen Sack immer, wenn er die Schildstraße benutzte, um einzukaufen. Das ging auch ganz gut, doch in der folgenden Woche bekam Herr S. ein richtiges Problem. Es war ihm nicht mehr möglich, seine Einkäufe, Lebensmittel und Heimelektronik in seine Wohnung zu schaffen. Wieder rief er bei der Polizei an und fragte um Rat, doch man belehrte ihn eindringlich, absolutes Halterverbot sei absolutes Halterverbot und er habe sich daran zu halten wie jeder andere auch, und als er zaghaft nachfragte, wie er sich in einem absoluten Halterverbot an eine Regel halten sollte, rastete man richtig aus und schrie, er könne sich seine Spitzfindigkeiten und Sprachspielereien dahin schieben, wo die Sonne niemals schien, und wenn er weiter den Betrieb aufzuhalten wünsche, könne man die Diskussion gern auf der Polizeiwache bei Wasser, Brot und einem Gummiknüppel fortführen. Also speiste Herr S. von da an immer direkt vor dem Supermarkt. Die Lebensqualität nahm zwar durch die neuen Essgewohnheiten nicht zu, aber Herr S. war zufrieden, seinen Beitrag zu den staatsbürgerlichen Pflichten leisten zu dürfen. Doch wie groß war sein Unmut, als er einige Tage später auf ein neues Schild stieß, das ihn, den sexuell zurückhaltenden, ja verklemmten, vor eine große Aufgabe stellte. Aber ergeben rekapitulierte er die Mendelsche Vererbungslehre und schnappte sich zwei große, attraktive Radfahrer, um sie zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Doch leider waren die beiden Sportler mit seinem Ansinnen nicht einverstanden und verwendeten recht eindrucksvolle Mittel der nonverbalen Kommunikation, um Herrn S. zu überzeugen. Körperlich und seelisch verletzt floh Herr S. in die Wildnis. Als man ihn zuletzt sah, stand er dort am Straßenrand und versuchte, einen Hasen gegen ein Rebhuhn einzutauschen. Dann ging der Mann weg.